So, hi, herzlich willkommen zurück zu der Homehive-Playlist. Mir ist da am 28., wo eigentlich der Volkstermin wäre, was schiefgelaufen. Ich habe hier für euch das Video gemacht und die Kamera war aus. Blöd gelaufen. Heute ist jetzt Sonntag, der 30. Ich mache euch jetzt das, was ich gemacht habe, am 28. mache ich jetzt halt gerade von vorne nochmal. Und naja, also was mal dazu sagen muss, ich habe es halt schon vor 2 Tagen durchgekratzt. Also ja, da ist halt schon ein bisschen was passiert. Ich habe auch hier links, rechts da die Waben schon begradigt. Von daher mache ich jetzt heute halt nur diese Nachdurchsicht und ja, schauen wir uns das Volk einfach mal an. Also wir haben ja die Ameisensäure noch das letzte Mal eingesetzt. Und wir sind jetzt immer noch im Behandlungszeitraum, also sprich, wenn man ja diese Produkte einsetzt, dann ist ja nicht der natürliche Milbentotenfall am nächsten Tag wieder gegeben, sondern das dauert 14 bis 21 Tage, bis wir wieder einen natürlichen Totenfall haben. Ich habe jetzt die Windel trotzdem mal reingemacht, das ist das Ergebnis von 5 Tagen. Nach, wie gesagt, der letzten Behandlung. Und hier ganz wichtig, liebe Imker, wenn ihr behandeln tut, mit eigentlich egal was, dann nicht Panik schieben, weil dann die Milben tot runterfallen und dann sagen, oh Gott, das ist über der natürlichen Höchstgrenze drüber. Nee, man muss halt eine gewisse Zeit warten. Und erst nach dieser Wartezeit hat man wieder den natürlichen Totenfall, wo man sich auch drauf verlassen kann. Aber so, das ist das Ergebnis von 5 Tagen nach meiner letzten Behandlung. Schauen wir mal, was da so mal rausgeflogen ist. Mit den Karos kann man es ja relativ gut durchgucken. Hier mal eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10, 11, 12. Ich sehe hier 12 Milben, aber das Ergebnis hier ist für mich völlig unrelevant, weil, wie gesagt, es ist nicht der natürliche Totenfall. Deswegen kommt die Platte jetzt hier wieder rein. Übrigens, die Platte reinschieben würde ich so im Spätherbst machen. Also zumindest bei dem Homehive-Modell macht das schon Sinn. Die Platte über den Winter drin zu lassen. Allein schon deswegen, weil man halt hin und wieder mal diese Milben anschauen kann, was da tot runterfällt. Und auch die Windeldiagnose später für die Oxalsäure-Geschichte ja wirklich ausschlaggebend ist. Ne? So, das Volk ist nach wie vor riesengroß. Und bei uns in Karlsruhe ist hier der absolute Frühling ausgebrochen. Ja, es sieht wie Herbst aus. Wir haben hier überall die Blätter rumfahren. Aber tatsächlich haben wir hier jetzt schon wieder 24 Grad in der Sonne. Und das ist einfach Wahnsinn, die Wetterlage. Wir haben einen komplett goldenen Oktober gehabt. Die Bienen übrigens, weil ich die Anfragen auch hin und wieder mal bekomme, die passen sich drauf an. Also ne, dem Bienenvolk ist es doch eigentlich völlig egal, wie das ist mit dem Wetter. Die machen halt ihr Ding. Allerdings müssen wir Imker uns eventuell dann an unsere Bienen auch anpassen. Also Beispiel, wenn das halt so im Spätjahr, ne, ihr macht da die letzte Fütterung sozusagen. Und guckt halt mal ein paar Wochen später rein. Bei so ganz warmen Temperaturen, da kann das schon passieren, dass die Königin noch mal richtig losbrütet. Und dann geht der Futterverbrauch wieder nach oben. Also sprich, das, was ich jetzt eigentlich hier mache mit meinen Bienen, ist ein 3-wöchiger Kontrollrhythmus, wo ich auch wirklich die Brutwaben mir genau anschaue und die Futterwaben. Und einfach das Volk überprüft, dass da auch nichts schief geht. Es kann ja auch mal sein, dass so eine Königin umgeweißelt wird, noch kurz vor knapp, also kurz vor der Überwinterung. Und deswegen laut den Parametern der regenerativen Bienenhaltung gucke ich jetzt alle 3 Wochen in meine Völker rein. So, schaut mal, das da, was die hier gemacht haben, haben die in 2 Tagen wieder hingeklebt. Ich habe es ja, wie gesagt, vor ein paar Tagen hier alles schon mal durchgeguckt. So schnell machen die Tiere das. So, schaut mal, unser Bienenvolk möchte hier jetzt auch nicht angreifen, aber wirklich kratzen und reingreifen kann ich hier auch nicht. Dann nehmen wir kleine Puffwolken. Auch hier nochmal der Unterschied. Große Wolke, wenn sie euch angreifen. Ganz kleine, seichte Wölkchen, wenn ihr die Bienen lenken wollt. Schaut mal, das funktioniert nämlich fantastisch gut. So. Weniger macht mehr beim Smoker.
Und dann heißt es halt, Imker, beeil dich, weil die Bienen, die kommen halt doch immer wieder ziemlich schnell nach oben. Und ich bin immer der Fan von, hey, wenn sie gerade weg sind, dann schnell durchziehen. Und hier auch wichtig, macht immer eure Fingerspitzen hier vor den Stockmeißel. Das ist ein guter Trick, um einfach hier auch die Oberträger, schaut mal, wie ich die durchziehen kann. Und jede Biene, die mir jetzt hier im Wege ist, die kann ich hier mit meinen Fingerkuppen einfach wegschicken. Seht ihr? Müsst ihr aufpassen, dass die Bienenbeine sich nicht im Stockmeißel einklemmen. Falls dem so sein sollte, kriegt ihr nämlich Stich in die Fingerkuppe rein. Und auch klar ist, wir kratzen halt auch nur da, wo wir irgendwas auch zu kratzen haben. Ansonsten macht das ja keinen Sinn. So, wir gehen hier nochmal drüber. Das Kratzen ist übrigens schon wichtig, ne? Also ich weiß, das machen viele Imker nicht. Da will ich dann aber auch nicht wissen, wie viele gequetschte Bienen dann zwischendrin sind. Also ganz klar ist halt, jede Brücke, die ihr dann nicht wirklich sauber wegkratzt, kann später ein paar tote Bienen euch als Ergebnis bringen. Und wer das nicht möchte, der kratzt halt und nimmt sich die paar Minuten. Und da ist halt auch das Schöne dann, als Endergebnis hat man dann halt dieses schöne Bienenwachs und jeder Bollen zählt. So, machen wir hier mal. Hey, schaut mal. Die bauen sogar noch. Cool. So, hänge ich mal da oben hin. So, ich mache wie immer für euch die komplette Durchsicht. Normalerweise, also wenn ich jetzt ohne Video hier arbeite, dann würde ich als Berufsimker jetzt gerade mal hier so meinen Blog anschauen. Ne? Also die Brutwaben sind für mich spannend, das gucke ich mir genauer an. Und die Randwaben, das sehe ich ja schon von außen, ob ich da was machen muss oder nicht. Wenn ich nichts machen muss, dann schiebe ich die einfach nur zur Seite und spare mir dann die Zeit. Jetzt fürs Video möchte ich natürlich alles zeigen. Schaut mal hier. Das ist die erste Wabe. Bei meinem Homehive-System, habe ich ja in den letzten Videos schon gesagt, ist es ganz gut, wenn wir beim Füttern so füttern, dass hier oben die obere Sägebergekiste komplett randvoll wird und hier im unteren Stockbereich die Topbarwaben zumindest mal links, rechts auch schön gefüllt sind mit Zuckerwasser oder Honig. Ist natürlich besser. Kann man hier mal sehen, da passt noch ein bisschen was rein. Ne? So, nächste Wabe. Deutlich schwerer. Da haben wir jetzt unser Pollenbrett, also Bienenbrot in der Mitte und eine Futterwabe ist das auch. Sieht auch genial aus, hängen wir gleich wieder zurück. Ist auch für die Gesundheit ist völlig uninteressant, genauer reinzuschauen. So, nach dem Pollen kommt entweder die Brut oder noch eine Pollenwabe. In dem Fall haben wir hier die erste Brutwabe. Ja, und es sieht auch echt gut aus. Ne? Also da kann ich nicht viel motzen. Ich achte jetzt ganz, ganz besonders auf meine Jungbienen, weil es gibt ja keine verkrüppelten Altbienen. Ne? Nämlich deswegen, wenn euch eine Jungbiene wegkrüppelt durch die Varroamilbe, dann macht die halt Selbstmord. Und wenn es das nicht von alleine macht, dann kommen andere Bienen und schmeißen die halt aus dem Volk raus. Ich brauche jetzt hier eine richtig dicke Brutwabe, um nochmal auch mir die Gesundheit des Bienenvolkes ganz genau anzusehen. Und die Windeldiagnose, die ist gut und nützlich, aber es macht genauso Sinn, auch die Optik, also eure Imkerwahrnehmung mit der Windel zu kombinieren. Beispiel. Jetzt gehen wir nochmal auf die nächste Wabe und schauen uns da mal so eine schöne Brutwabe nochmal ganz genau an. Ich habe das ja auch in anderen Videos schon mal gezeigt, wie ich da vorgehe. Also mir ist wichtig, dass wir die Brut genauer anschauen, auf angebissene Zellkappen. Und genauso wichtig ist auch, die Jungbienen sich ganz genau anzuschauen. Mir macht es gerade einen Eindruck, wie wenn das Bienenvolk hier aus der Brut rausgeht. Also hier haben wir nochmal ein relativ, also für das Volk jetzt großes Gelege. Die Königin ist auf jeden Fall mal da. Gehört auch noch zu den Dingen dazu, wenn ich ein Bienenvolk öffne, dann stelle ich immer sicher, dass entweder ich die Königin optisch sehe, da haben wir sie, oder aber auch ich die Eier optisch sehe und Larven. Weil da kann ich dann immer sicherstellen, dass wir auf jeden Fall eine Königin auch haben. Und das zweite ist jetzt halt, wir gucken in die Brut genauer rein. Das mit der Pinzette lasse ich heute, das Volk sieht gut aus, ich kann das schon hier wahrnehmen, aber ja, ihr solltet halt schon auch mal immer wieder die Brut genauer anschauen und angebissene Stellen auch mit der Pinzette
genauer anschauen. Komm, wir machen das mal, dass ihr das auch mal seht. So, und dann gibt es halt immer wieder diese Nagestellen, Bissspuren, Isolationszellen. Beispiel hier, da haben wir genau, mal gucken, ob die Kamera da auch hinläuft. Ich hoffe, ihr habt die Kamera direkt in Sicht. Mal gucken, hier ist die Kamera, da geht's lang, okay. Seht ihr das? Da ist so ein Loch, ne? Das haben die Bienen gemacht. In dem Fall war es jetzt ein Schlupf. Dann ist es okay, dann pullen wir da nicht rein. So, hier nebendran haben wir aber auch nochmal ein Löchler. Entweder es ist Schlupf, oder eure Bienen haben da unten drunter irgendwas gefunden. So, die Puppe sieht aber gesund aus. Ich sehe da keine Varroamilben, keinen Krüppelschaden dran. Einzelstehende Zellen lohnen sich auch anzuschauen. Und ja, es ist tatsächlich die Wahrheit, es macht Sinn, ein paar Bienen zu opfern fürs große ganze Bild, weil jetzt mal angenommen, ich hätte jetzt hier überall Volltreffer. Naja, dann ist ja klar, dass das mit der Windeldiagnose dann später auch korreliert. Dann liegen wir halt noch bei weit über einer Milbe pro Tag. So, aber da das Volk hier, ich kenne sie ja schon, also da will ich jetzt nicht weiter rumbohren. Die haben noch Milben, aber das ist kompensiert von dem schönen Volk. Und so wie es ausschaut, sind die in ein paar Wochen aus der Brut draußen komplett. Und dann kann man ja mit der Oxalsäure noch mal eine Restentmilbung machen, wenn es überhaupt notwendig ist. So, und das dritte, was ich halt mache, da gehe ich noch mal kurz in die Sonne hier rein, ich schnapp mir die Jungbienen, ne? Weil nur bei den Jungbienen kann ich halt Schäden auch erkennen. Und die Jungbienen, die sollten halt jetzt um die Jahreszeit wirklich alle schön intakt sein, ne? Also ich möchte da keine verkrüppelten Bienen sehen. Die Jungbienen müssen alle Flügel schön dran haben, dürfen auch keine Milben unten haben. Und also bitte jetzt nicht jetzt jede einzelne Biene anschauen, ne? Das ist halt auch klar. Wir machen da kleine Sneak Peeks, aber ein gelernter Imkerblick, der kann, wenn man das auf die Wabe drauf guckt, man sieht das schon. Ne? Also wenn jetzt hier auf der Wabe hier auffällig viel Krüppel wären, ich würde es schon sofort sehen. Ne? Und auch ist wichtig, wenn ihr ein Bienenvolk im Spätjahr öffnet und ihr seht, dass da überall Krüppelbienen drin sind. Mit der Windeldiagnose seid ihr lang drüber über dem Milbenwert, wo ein Bienenvolk noch kompensieren kann. Also da muss man das machen. So jetzt für das Volk, also schaut mal, die Jungbienen sind ja alle hier tipptopp, richtig geiles Volk. Machen wir hier auch wieder schnell zu, weil da gibt es einfach nicht viel zu tun bei dem Völkchen. So, jetzt kommt wieder eine richtig schwere Futterwabe. Wow, auch wieder mit x vielen Bienen drauf, die hier tipptopp gesund sind. So, zusammenschieben, ganz wichtig. Dann kommen die zwei, nehmen wir jetzt mal einen Doppelblock. Und auch wieder die Randwaben. So, wenn ich aufhöre zu reden, wollte mich übrigens mal einen ins Gesicht stechen. So, hier kommt der Pollen. Und da hinten dran wieder die Futterwabe. Also das Volk ist so aufgebaut, wie ich es mir wünsche. Wir haben im unteren Bereich Futter. Links, rechts, die Randwaben sind gefüllt. Aus der Brut raus gehen sie dann auch bald. Und dann können wir hier unten eigentlich schon wieder zumachen. Kleine Puffwolken wieder nehmen, wie wir es gerade eben gelernt haben. Das Gitter oben drauf. Das Gitter nehme ich übrigens, also wenn ich in diesen 3-Wochen-Rhythmen bin, irgendwann komme ich ja in einen Rhythmus rein, wo wir schon mal einen Frost zwischendrin hatten. Und dann würde ich das Gitter komplett über den Winter rausnehmen. Das stört einfach die Bienen. Im Sommer ist das für die kein Thema, aber für die Überwinterung bitte ein Absperrgitter immer rausnehmen. Bin ich auch der Freund von zu sagen, jedes System Absperrgitter raus bitte. Nicht mit dem Absperrgitter im Winter gehen. Die Kiste hier ist verdammt schwer und ich möchte euch das mal auch hier oben schnell zeigen, wie jetzt hier der Honigraum, der Futterraum für den Winter aussieht. Gefüttert habe ich die Tiere ja schon
Und jetzt muss man halt sich genauer auch überlegen, ob man nochmal einen Ticken nachfüttert oder ob man jetzt auch sagt, nee, das ist lang ausreichend, was sie drin haben. Von daher würde ich sagen, ich zeige euch mal hier so ein paar Waben. Ne? Fangen wir mal hier am Rand an. Die Randwaben sind immer ausschlaggebend. Hier auf dieser Randwabe würde noch ein Tacken reinpassen. Nicht mehr viel, aber so einen ganz kleinen Tacken könnte man dann den noch mal geben. Die zweite Randwabe, ja, da passt halt auch noch mal ein ganz kleiner Tacken rein. Auch hier seht ihr, das ist hier ziemlich leer. Also da kriege ich noch eine Füllung rein. Und so wie die Waben eigentlich aussehen sollen, sowas hier. Ne? Also solche Waben hätte ich gern in meinem Futterraum oben für die Überwinterung. Und wir haben jetzt gesehen, dass da links rechts noch ein Ticken Platz ist. Dasselbe schauen wir auch hier jetzt nochmal an. Also ich gehe da auch wirklich immer ganz genau auf die Randwaben los. Ja, selbe Spiel. Also auch hier kriege ich noch einen Tacken rein. Ja, dass das jetzt hier gerade so aussieht, das lag daran, dass wir ja hier bei der angeblichen Videoaufnahme, bei der ersten Durchsicht von dem Volk, da habe ich ja hier, das waren die zwei Waben, wo ich begradigt habe. Hier haben wir da einen Hohlraum von einem Naturriemchen reingebaut. Da waren solche Brücken und Bollen. Da habe ich die alle im Stoppmeißel platt gezogen. Das ist der Grund, warum jetzt die Wabe wieder leer ist. Und auch wenn ich mir jetzt hier diese Naturwabe anschaue, da passt halt auch noch ein ganz kleiner Tacken Futter rein. So, jetzt ist halt das Ding, selbstverständlich ist das für den Winter, was da drin ist, mehr als ausreichend. Und ich bin die letzten Jahre immer wirklich gut gefahren, indem ich gesagt habe, nee, gib den Bienen nochmal einen Tacken mehr. Dass ihr im Frühling lieber ein paar Futterwaben rausnehmt, als im Frühling dran zu stehen, nach dem Motto, Mist, jetzt muss ich die Bienen irgendwie füttern, könnt ihr euch was Lustiges einfallen lassen. Deswegen, guter Leitsatz, gebt den Bienen halt einen Tacken mehr, damit ihr im Frühling wirklich genügend ausreichend Futter drin habt. Die meisten Bienenvölker, ist leider die bittere Wahrheit, vor der Überwinterung sterben die meisten Völker in Deutschland eiskalt an Varroamilben. Und nach der Überwinterung, im Frühling, sterben die meisten Völker, haltet euch fest, nicht mehr wegen Milben, wegen Futter. Weil das nach wie vor ganz viele Bienenhalter unterschätzen, was so ein Bienenvolk eigentlich wegfrisst. Und in den Parametern der regenerativen Bienenhaltung habe ich ja reingeschrieben, guckt bitte, dass eure Bienen vor der Überwinterung mindestens mal 18 Kilo Futter drin haben. Und da ist auch nochmal ein wichtiger Spruch, nicht abmessen, was ihr reinkippt, sondern das abmessen, was drin bleibt. Also im Fazit würde ich jetzt für dieses Bienenvolk nochmal füttern. Ansonsten sind die hier... Ups, das war jetzt eine Angriffsbiene. Die müssen wir kurz mit der Hand wegschicken. Genau, also als Fazit müssen wir das Bienenvolk nochmal mit, ich würde mal sagen, 2, 3, 4 Kilo nochmal Futter geben, damit die auch wirklich im Frühling noch ausreichend dran stehen. So, und jetzt nochmal ein kleiner Abschlusstext zu dem Thema Ameisensäurebehandlung. 60% Atmosfett mit dem Schwammtuch. Ich weiß, das Thema ist komplex und um es genau zu sagen, ich weiß vermutlich nicht mehr wie ihr auch. Ich habe natürlich als Berufsimker diese Berichte verfolgt Anfang des Jahres mit der neuen TMMG und dass das jetzt verboten sein soll. Und ich war ein bisschen abgelenkt Anfang des Jahres. Das ist ein bisschen an mir vorbeigezogen, weil viele wissen ja, ich habe diesen mega Rechtsstreit gehabt mit meiner Permakultur und dem Liegenschafts- und Umweltamt Stadt Karlsruhe. Die wollten nämlich meine Bienenweide Permakultur Hochbeete verbieten. Und letzten Endes hat man es jetzt geduldet, ist aber noch nicht ganz durch. Und mir kommt das, was mir da passiert ist mit der regenerativen Permakultur und den Bienenweidehochbeeten, das kommt mir gerade genauso vor wie mit der jetzigen Gesetzeslage mit Ameisensäure und dem neuen Arzneimittelgesetz, beziehungsweise Tierarzneimittelgesetz. Also bei mir mit den Permakulturen war das eine Ermessenssache.
es stand nirgends im Gesetzbuch wirklich drin, wie hoch die Trockenmauern sein dürfen. Und dann sind halt irgendwelche Beamten da vor Ort mit einem riesigen Aufmarsch gekommen, haben halt gesagt, ja, 2 Steinreihen ist unser Ermessen und das ist okay. Wenn ich nach einer Gesetzesgrundlage da frage, dann habe ich da leider keine Antworten bekommen. Und so ein bisschen kommt mir die ganze Geschichte jetzt mit den Behandlungen vor. Ich fange mal von vorne an. Also ich habe tatsächlich ja, ne, wie man es halt so kennt als Imker, man liest da irgendwas und dann muss man halt das verifizieren. Ich habe das oft genug erlebt, dass auch in Fachzeitschriften irgendein Blödsinn drinsteht, wo dann halt doch nicht mehr richtig ist. Ich habe dann, also ganz simpel, bevor ich dieses Jahr mit meinen Ameisen so Kurzzeitbehandlung und Schwammtuch angefangen habe, habe ich einfach mal die Bieneninstitute durchgeklingelt und habe mich vergewissert, ob das noch sicher machbar ist. Und das Institut Kirchhain und Hohenheim, die haben da eine ganz klare Aussage getroffen. Ich habe da ja ganz simpel angerufen, darf ich es noch anwenden? Ja, Herr Lafontaine, bis 2027 ist das Thema überhaupt kein Problem. Das ist noch in der Übergangsfrist absolut zulässig und legitim. Machen Sie mal weiter, wie Sie damit angefangen haben. Und da habe ich gefragt, ja, und wie sieht es dann nach 2027 aus? Also da haben mir halt ein paar Leute der Bienensude gesagt, mach dir mal keinen Kopf, die Ameisensäure wird uns irgendwie erhalten bleiben. Aber in welche Form und Richtung das dann nachher reingeht, das hat halt auch nicht, also kann niemand wirklich aktuell sagen. So, dann habe ich hier meine Ameisensäurebehandlung gemacht mit eben der Aussage und Sicherheit von 2 Bieneninstituten, dass das legal ist. Und daraufhin, also nach den ersten Videos mit der Ameisensäure-Kurzzeitbehandlung, habe ich Kommentare von lieben Zuschauern bekommen, die dann halt mir Gesetzestexte nochmal zugeschickt haben. Ich sage dann, Marc, hey, kümmere dich mal drum, ist jetzt legal oder nicht? Also ich habe Aussagen bekommen, wie ist es illegal? Und das stand halt nicht in Korrelation mit den Aussagen der 2 Bieneninstitute. Und dann habe ich halt Folgendes gemacht und vielleicht ist es gut, wenn ihr auch solche Schritte macht. Also ich bin pragmatisch vorgegangen. Ich habe dann angefangen, nächste Institute anzurufen, habe jetzt jedes Bieneninstitut durch und dann ist halt ziemlich krass, dass jedes Bieneninstitut was anderes sagt. Wir haben eine 50-50 Meinung. Es ist gerade auch in der Expertenwelt genau in der Hälfte gesplittet. Die einen sagen, mach mal weiter, bis 2027 kann man es als legitim betrachten und andere Leute sagen, nee, es ist verboten. So, ich möchte jetzt keinem Bieneninstitut irgendwelche Fehlinformationen unterstellen, weil in meinen Augen sind die Menschen der Bieneninstitute irgendwie alles Experten. Ob sie jetzt betriebsblind in manchen Bereichen sind oder ob die Forschung in manchen Bereichen nicht ganz kohärent ist, das lassen wir jetzt mal hier weg. Ne? Auch ich als Berufsimker bin betriebsblind, muss man ganz klar sagen. Das ist eine allgemeine Sache. Deswegen bin ich auch froh immer über neue Kommentare, wo auch ich mich immer überdenken kann. Naja, also jetzt habe ich auf jeden Fall mal so den Punkt rausgefunden, dass die Hälfte der Bieneninstitute sagt, mach mal weiter und die andere Hälfte sagt, es ist verboten. Und dann bin ich halt die nächste Etage höher gegangen und habe dann halt gefragt, gut, jetzt rufe ich halt die Vereinigungen an, also Imkerbunde und so weiter und so fort. Und da war es derselbe Mist. Die einen sagen, es ist verboten und die anderen sagen, es ist noch erlaubt. Dann habe ich angefangen, einfach nur CVUAs anzurufen und Kontrollinstanzen von Veterinärämtern. Und war es genau dasselbe. Ich habe dann irgendwann gedacht, ja, spinne ich jetzt in unserer Bürokratie? Das kann jetzt echt nicht sein, dass auch bei den höheren Hierarchien der eine sagt, mach mal, und die anderen sagen, es ist verboten. Und dann habe ich aber über das Bieneninstitut Kirchhain ein sehr gutes Gespräch geführt und bin dann nochmal eine Hierarchiespitze höher gegangen. Und es ist halt so, das Friedrich-Löffler-Institut ist so laut meinen jetzigen Informationen, die sitzen auf einer Insel übrigens, die höchste Instanz, wo dieses neue Tiergesetz, Arzneimittel, also den TAMMG-Gesetzeslage auch wirklich deuten kann. Ich habe mit den Herrn gesprochen, der auch den Auftrag kriegen würde vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz und möchte jetzt auch nochmal so weitergeben an Informationen. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr wie ihr, aber ich habe mit den betreffenden Leuten gesprochen und der Mensch, der das prüft bei diesem Institut, der sagt mir halt leider, ja, also unser Ministerium hat bis jetzt mir noch nicht den Auftrag zum Prüfen gegeben. Und dann habe ich ihm das halt so erzählt, ja, hör ich mal, wir haben jetzt verschiedene Veterinärämter, wir haben verschiedene BSVs und verschiedene Bieneninstitute quer durch Deutschland verteilt und jeder erzählt einem was anderes. Und ich als Berufsimker brauche ja irgendwie eine Trittsicherheit. Wenn mich jetzt ein Kunde fragt, darf ich jetzt mit dem und dem behandeln, dann kann ich aktuell nur sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Was man auf jeden Fall immer sagen kann, das örtliche Veterinäramt hat eigentlich eine gewisse Befugnis und Macht über Entscheidungen. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe von anderen Experten, es gilt immer vor Ort das, was euer Veterinäramt auch in der Sekunde entscheidet. Also wenn ihr euch in einem gewissen Landkreis in der Sekunde nicht sicher seid, ob ihr mit einem Schwammtuch noch behandeln dürft oder nicht, dann müsst ihr halt einfach mal euren Veterinärarzt fragen, ob der das noch in seinem Bezirk erlaubt oder ob er sagt, nee, geht gar nicht. So sind zumindest jetzt meine aktuellen Informationen. Naja, und jetzt zurück zum Institut. Also ich habe dort, wie gesagt, echt lang telefoniert. Ich habe mich 2 Tage für euch am Telefon befasst und die Leute angerufen. Und der Mensch von dem Institut, Friedrich-Löffler-Institut, der sagt halt, ja, also momentan scheint es so zu sein, wie wenn die Menschen, die jetzt behaupten, es ist legal oder verboten, dass die sich lediglich auf Meinungen berufen. Also so ist zumindest mein Eindruck, dass momentan gewisse Akteure sich halt dieses neue Gesetz angucken und auch die Übergangsfrist anschauen und sich dann lediglich eine Meinung drüber bilden. Ich habe dann mal gefragt, ja, es kann jetzt wohl nicht sein, dass die Leute sich Meinungen über Gesetzestexte bilden. Und leider stoßen wir da wahrscheinlich an die komplette Grenze von unserem Bürokratiestaat. Also Bürokratie schafft sich gerade wohl selber ab. So wie ich es mitbekommen habe, wie gesagt, hat niemand vom Ministerium den Auftrag an das Institut zur Prüfung gegeben. Und somit gibt es jetzt da auch eben noch nicht eine wirklich klare Rechtsprechung, ne? Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es irgendwann halt mal einen Präzedenzfall vor Gericht gibt. So zumindest die Aussagen von dem Institut, dass eben eigentlich irgendeine erste Instanz das halt mal wirklich entscheiden muss. Tja, also mehr kann ich da zu dem Thema nicht sagen. So, und jetzt zum Abschluss meine ganz private Meinung. Ich habe hier nicht umsonst mein Homehive jahrelang fokussiert in meiner Berufsimkertätigkeit, weil ich bin generell der Meinung, dass wir von sämtlichen Behandlungen wegkommen müssen. Wir sind da, seitdem die Varroamilben nach Deutschland kamen, nach Europa kamen, wir sind in eine völlig falsche Richtung gerannt mit dem Thema Behandlung. Und gerade jetzt auch, wenn sich diese ganzen Sachen verschärfen, sollten wir uns vielleicht, anstatt dass wir da uns aufregen, eher darauf fokussieren, wie können wir Bienen halten, ganz ohne Medikamenteneinsatz. Ich bin hier mit meinem Homehive wirklich sehr, sehr weit gekommen. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, wenn ich hier richtig Brut ziehen hätte können bei der doppelten Brutentnahme, dann hätte ich hier wahrscheinlich die 2x Ameisen komplett fallen lassen können. Das ist ja echt schon ziemlich ausschlaggebend. Ich habe hier dieses Bienenvolk 2x mit der doppelten Brutentnahme rausgeholt, dann die Fangwabe und im Nachgang gerade mal 2x Ameisensäure. Und ich habe ganz viele Homehive bei Vermietungen zum Beispiel stehen, wo die Völker eher einzeln, isoliert in Landschaften stehen. Und wenn man da viel Glück hat, dann braucht ihr überhaupt keinen Medikamenteneinsatz. Dann reicht diese doppelte Brutentnahme aus. Was ich jetzt persönlich mache über die Winterzeit, ich werde nochmal mich ganz genau hinsetzen für mein Homehive-Modell, wo ich ja Soße auch für euch veröffentlichen möchte, in einem Homehive-Handbuch, also Praxisfaden, wie man das Ding bedient. Und ich schau mal, ob mir da irgendwie noch ein Clou und ein Geistesblitz kommt, wie wir eben vielleicht auch die doppelte Brutentnahme 2x im Jahr da in das System integrieren können, um dann Medikamenteneinsatz noch weiter runter zu drosseln. Schauen wir mal. Momentan ist die Betriebsweise hier stabil und es steht eigentlich so 50-50, ob ihr mit meiner Betriebsweise ohne medikamentöse Behandlung überwintern könnt oder halt auch nicht, ne? Wenn ihr in einem Gebiet steht, wo die Bienendichte zu dicht ist und nebendran noch irgendwelche Völker verrecken, dann sieht es da eher übel aus. Da kommt man mit Biotechnik zwar wirklich weit, braucht aber für die Abschlussbehandlung halt unter Umständen doch nochmal Säure und Medikamenteneinsatz. Von Chemie will ich gar nicht erst anfangen. Das hat Konsequenzen, auch was die Rückstandsproblematik anfängt. Ja. Also wir haben Möglichkeiten und Potenziale für die Zukunft und es liegt jetzt an uns Imkern, da einfach weiterzudenken. Und wie es mit der Gesetzeslage weitergeht und ob die Ameisensäure jetzt verboten ist oder nicht. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Und solange, also ne, auch ganz klar, ne, ihr könnt euch halt auch momentan auf niemanden verlassen. Ne? Also nicht jetzt irgendwie sagen, der eine YouTuber und der eine Text von irgendwem hat recht. Macht euch selbst auf die Socken, fängt an, die Leute anzurufen. Und ich denke, auch eure Recherche, wenn ihr den Weg geht, wird darauf rausführen, dass ihr genau das erlebt, wie ich mitbekommen habe. Die Hälfte sagt, mach mal weiter, ist legal. Und die anderen sagen, es ist illegal. Tja.
schön, die Imkerei und die Bürokratie. Naja, gut, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag hier und wir schalten hier den Rhythmus wieder auf den 3-Wochen-Takt. Das heißt, wir sehen uns hier bei diesem Homehive in 3 Wochen wieder. Was ich aber zwischendrin noch reinschiebe, ist heute Abend ein kleines Video, wie die jetzt nochmal aufgefüttert werden. Und hin und wieder mache ich euch nochmal ein Video, wie es jetzt hier mit der Platte und dem Milbenfall weitergeht. Ich warte auf jeden Fall erstmal ab, bis wir überhaupt mit den, also mit dem natürlichen Milbenfall wieder anfangen können. Und dann schauen wir uns das ganze Ding nochmal wissenschaftlich an. Gut, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.